Wildlebende Schweine können bis zu 15 Jahre alt werden. Schweine, die auf dem Schlachthof sollen, überleben meist nur ein halbes Jahr. Das ist ja auch skandalös. Da kommt dann der arme Edgar in den... Nein, mit Edgar würde sowas nie passieren. Hey, Edgar, geht's gut, ne? Ne, Edgar? Du kommst nicht zum Schlachter. Es sei denn, Piedesel hat Hunger. Nein, nein. Alles gut, Edgar. Also, muss nichts... Ist alles easy. Moin Leute, herzlich willkommen zu dem wohl korruptesten Spiel in unserem Universum. Und falls ich in dieser Folge vielleicht ein wenig überbelichtet bin, dann liegt das einzig und allein an der Sonne, denn die scheint mir gerade momentan ein bisschen, auf gut Deutsch gesagt, in die Fresse. Und ich habe das alles versucht, richtig einzustellen. Momentan sieht es alles ganz gut aus. Mal schauen, ob es in der Folge so bleibt. So, kurz räuspern. Gentleman HD hat das erste Level gemacht und das nennt sich Paluten 48 3 Level. Hey Palle, in diesem Level kannst du die Checkpoints benutzen, sobald du das Level geschafft hast. Bitte vergiss nicht, das Level zu bewerten. Danke und viel Spaß. PS Hulu. Kein Hulu, sondern nur Hulu. Ist ja auch, glaube ich, so irgendein Streaming-Anbieter, oder? Hulu? Ich glaube schon. So, jetzt geht's jetzt erstmal los. Wir dürfen die Checkpoints benutzen. Wenn wir es in irgendeiner Weise geslurpt haben, Spinning Weapon, ach, kein Problem. Oh Gott, okay. Ja gut, warte mal, da habe ich einen Trick. Piedesel wird einfach versuchen, hier mit der Links-Rechts-Taktik. Okay, wir machen es noch einmal irgendwie so. Verdammt, wieso? Alles hätte... oh, elegant. Ich bin so ein Ninja. Ninja! Oh, perfekt. Ui, okay. Warte. Oh, elegant. Wie ein junger Hüpf. Oh Gott. Yes, Level 1 geschafft. Kein Problem. Okay, einen Frontflip machen wir lieber nicht. Obwohl, wir können jetzt ja sowieso den Checkpoint benutzen. Alles gut. Loopings. Hui. Oh Gott. Okay. Hui. Okay. Und? Level 2. Oh Gott, war das alter Schwede. Da wollte ich eigentlich noch einen Frontflip. Oh, hi, Sohn, ne? Was wegkommst, Alter. So, Jetfall. Okay. So, alles easy. Zack. Monto bene. Alles tipptopp. Nein. Direkt zu Level 2. Warten, um direkt... Oh, warte, wir müssen zu Stage 3. Zack. Okay. Oh, Gott! Das ist aber nicht so elegant. Aber nun gut. Aber die Bewertung kann ich bis dato nicht nachvollziehen. Das ist eigentlich ein ansprechendes Level. Es funktioniert alles. Das ist bis dato das Einzige. Hier müssen wir mal gucken, dass wir vielleicht ein bisschen bremsen. So, warte mal, ein bisschen langsamer. So. Hier jetzt ganz easy going. Perfekt. So, jetzt komm, jetzt slurpen wir mal den blöden Jetfall hier. Zack. Nein! Oh, da bin ich wieder. Hallo, Level 3 Jetfall auf ein neues. Hey, guck mal. Wir machen so ein bisschen Shake Hands mit unserer eigenen Hand. What? Oh, wir haben die Victory. Der ist gekauft, meine Damen und Herren. So, nochmal kurz räuspern. Haben einen kleinen Frosch-LP im Hals. So, Teddybär 007 mit dem nächsten Level. Paluten SQ. Hey, Palle und andere. SQ bedeutet Schweinequiz. Ich weiß, es gab schon mal eines, die Idee ist aber nicht geklaut. Nur mal ein Schweinequiz machst. Das ist ein Re-Upload. Ja, viel Spaß und ich hoffe, es gefällt dir. Grüße aus Österreich. Dein Teddy. Ja, Das sieht richtig spooky aus. Stellt euch das mal als Maske vor. Das ist so ein bisschen wie Jigsaw bei Saw. So gut. Hey Palle, da du ja ein sehr treuer Edgarianer bist, dachte ich mir, ich baue dir ein Schweinequiz, sodass du dich auch mehr mit Schweinen auskennst. Sorry, dass das Schwein so komisch aussieht, hat aber trotzdem eine Stunde gedauert. Wie viele verschiedene Schweinearten gibt es? Ah, die Frage, hat mir das Quiz schon mal? Okay. Was fressen Schweine? Sie sind alles... Schweine fressen alles. Schweine sind Allesfresser. Sie fressen Obst und Gemüse, aber teilweise auch Insekten oder sowas. Oder Aas. Okay. Wann sind wildlebende Schweine aktiv? Bestimmt in der Nacht. Jawohl, Schweine, die in Freiheit leben, sind eher nachtaktiv, besonders wenn Menschen in der Nähe leben. Warum wälzen sich Schweine oft im Schlamm? Um die Haut zu reinigen und sich vor der Sonne zu schützen, um sich zu tarnen? Nee, ich bin mir ziemlich sicher, das Erste. Richtig.
Schweine nehmen Schlammbäder, um ihre Haut zu reinigen und sie von Parasiten zu befreien, aber auch um einen Sonnenbrand vorzubeugen. Außerdem erfrischt der Schlamm. Es macht ihnen Spaß. Okay. Wie lange leben Schweine in Freiheit? 30 Jahre? Oh, nur 15? Wildlebende Schweine können bis zu 15 Jahre alt werden. Schweine, die auf dem Schlachthof sollen, überleben meist nur ein halbes Jahr. Das ist ja auch skandalös. Da kommt dann der arme Edgar in den... Nein, mit Edgar würde sowas nie passieren. Hey, Edgar, geht's gut, ne? Ne, Edgar? Du kommst nicht zum Schlachter. Es sei denn, Pidissel hat Hunger. Nein, nicht, nein. Alles gut, Edgar. Also, muss nichts... Ist alles easy. So, weiter geht's mit Paluten 48. Erstes Quiz oder eins Quiz von Pluten Hulu. Hey, Pali, ist mein erstes Quiz für dich. Es sind nur Fragen, die du gewusst hast. Scroll. Das Quiz hat auf 4 Votes und ich mach einfach mal Play Now. Welchen Finger biss Gollum Frodo ab? Kein Plan. Nee, den Mittelfinger doch nicht. Oh! Ah, richtig. Das ist wirklich komisch, guck mal. Richtig ist rot und falsch ist grün, aber gut. Welche Holzsorte kann man seit der 1.7 in Bonustruhen finden? Akazienholz. Wieder richtig. Perfekt. Brum, 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 brum. Wie viel wiegt die schwerste Zwiebel der Welt? Nein, hier wollte ich gar nicht runter. Nee, jetzt. Das wäre natürlich ein bisschen. Das ist San Lucia? San Luca? Falsch, schon wieder. Ach, käme mir nicht so aus. Wie viele Follower hast du bei Twitch? 170.000? Was, war das jetzt richtig oder falsch? Entschuldigung? Da ist er doch. Der El Victori. Paluten 48, erstes Level von Seldrak 1000. Hey Palle, das ist mein erstes Level. Ich hoffe, es gefällt dir. Grüß bitte Stefan und Julian, mich. Und jetzt viel Spaß. Hullo. Alright, alright, Brohim. Du und dein Sohn fahren durch den... Als plötzlich... Was passiert? Oh. Warum hast du eigentlich mit YouTube angefangen? Langeweile. Ich hatte nichts zu tun. Und dann dachte ich mir... Das, was Tobaskis macht, da habe ich auch Bock drauf. Ein Riesenmeteroid vom Himmel fällt. Okidoki, das haben wir bemerkt. Und dann Bottle Run, okay. Und oh! Obwohl wir aussehen wie gehackt ist, haben wir den Victory gesnackt. Da bin ich auf jeden Fall. Das können wir machen. So, Paluten 48 AMP vom Paluten Fanboy 007. Hey, Frosch LP und Edgar. Ach, Palle, dich habe ich komplett vergessen. Das ist ein Quizzle über All und Physik. Liebe Grüße, Johannes. Bin erst 12, Grüße, please, Annika. Schöne Grüße an Annika. Und oh, ich bin bei sowas immer richtig schlecht. Physik, ey. Wie viele Lichtjahre sind ein Parasec? 2,91. Ein Parasec ist länger als ein Lichtjahr und darum 2,91 mal so groß. Das ist natürlich... Zwillingsparadoxon. Das ist natürlich ganz... Das ist auch nicht schwer, das ist ganz klar. Das ist ein Zwillingsparadoxon. Die Gravitationskonstante wäre... Ja, 6,9, ne? Ihr wisst Bescheid, ist alles kein Problem. Was ist länger? Ein Lichtjahr oder eine astronomische Einheit? Das könnte ein Lichtjahr, da habe ich keine Ahnung. Das Lichtjahr ist mit... Jo, okay, länger. AE hat nur... Jo, die Zeit kann ich mir... Wie sind das? 9.000 Billiarden, 486 Milliarden, irgendwie so. AE ist von der Entfernung, was? Die AE ist von der Entfernung von und bis Sonne und Galaxiemitte. Zack. Der mittlere Abstand zwischen Erde und Sonne ist richtig. Verdammt! Welcher Stern ist der Sonne am nächsten? Das ist natürlich der gute alte Wolf 359, auch ein guter Freund von mir. Alpha Centauri ist mit 4,3 Lichtjahren näher als Wolf. Ja, gut. Hätte man wissen können. Oh, mein Handy ist wieder hier. Ach, Mensch, ey. Hoffentlich gab es da keine Störung auf der Aufnahme. Aufgabe an alle Zuschauer. Rechnet mal aus, wie lang ein Parasec ist und schreibt es in die Kommentare. YouTube Broken Melia?
Soll ich mehr machen? Ja, das war nett. Auch wenn ich ganz ehrlich zugeben muss, ich habe fast alles geraten. Er hatte absolut keine Ahnung von dem ganzen Kram. Ehrlich. Ich bin mir auch hundertprozentig sicher, dass ich den Stissel nicht in der Schule gelernt habe. Da gab es nicht. In Physik haben wir mit Obsteinheiten gerechnet. Da kann man dann, wie viel Orangenjahre ist die Sonne entfernt? So haben wir gerechnet damals. In den 60ern. Nicht? So, jetzt machen wir mal weiter mit Paluten 48 AFW von Jonas. Hey Palle, dieses Level heißt andere Freeze Wall. Das Level habe ich jetzt das 6. Mal eingereicht. Für dich mache ich das auch noch gerne. Bitte grüßen noch Philipp und Lino. Viel Spaß beim Level und ein kräftiges Hallo! Ja, schöne Grüße an Philipp und Lino. Und dann gucken wir doch mal, was du hier so getan hast. Was hast du angerichtet? Oh, ja, okay. Elegant. Oh, oh. Wir werden sowas von fest. Nein, wir werden. Oh, warte mal, ich kann doch eigentlich. Und dann. Segway, komm wieder zurück. Komm zurück zu mir. Weil der kann sich da wieder irgendwie. Nee. Nein. Nein. Dreh dich. Jetzt. Jawohl. Okay, und jetzt. Robben. Und jetzt wieder auf das Ding. Da. Hä? Das ging mal. Bitte. Du, der hat, hat sich da schon mal. Jawohl, und da sind wir wieder. Ketchup oder Mayo? Komm. Nein, es ist ja wieder runtergefallen. Nein, ist mein Segway kaputt? Ich probiere es nochmal. Ach, da kann ja nicht wahr sein. Oh nein, und das Blöde ist, wenn der sie festhält, also ich darf dann wahrscheinlich nicht zu schnell werden. Zack. So, jetzt kurz warten, bis die solid werden. Zack. Und Jump. Und wieder hast du die da drin. Das ist, glaube ich, das Problem. Deshalb hat das Level auch nicht so unbedingt die beste Bewertung. Zack. Alright, alright. Nee. What? Okay. Ja, ich bin definitiv mehr so, glaub Mario. Call of Duty oder GTA? GTA auch. Nein, nicht Call of GTA. GTA. Minecraft oder Happy Wheels? Minecraft. Bei mir ist schon eher Minecraft. Beides. Auto oder Zug? Auto. Zack. Xbox oder PlayStation? Früher Xbox, mittlerweile PlayStation, weil die ist einfach. Hat momentan mehr Power. Sushi oder Pizza? Pizza! Also eine Smileys Pizza. Die würde ich nehmen. So, zack. Und da ist der Victory. Der. Das Ende der heutigen Folge einleitet, meine Damen und Herren. Ich bin nicht überstrahlt, das freut mich, das ist ganz nett. In diesem Sinne, wenn es euch gefallen hat, lasst eine kleine Bewertung da. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal bei einer weiteren Runde von Happy Wheels. Haut rein, ciao, ciao!